Let's Dance ist vorbei, der Urlaub auch. Cilla Shahin ist endlich zurück in Berlin. Zusammen mit ihrem Tanzbuddy Christian macht die Schauspielerin die Partys unsicher. Und alle wollen eigentlich nur eines wissen. Wie verliebt sind Cilla und ihr Kicker Ilkay Gündogan wirklich? Ich glaube schon, dass die beiden sich eine Chance geben, auf alle Fälle. Aha, eine Chance also. Die Gerüchteküche ist da bereits ein bisschen weiter. Auf der Party von Guido Maria Kretschmer wurde jedenfalls gemunkelt, ob sich unter Cillas Kleid eventuell ein kleines Babybäuchlein verbergen könnte. Alkoholische Getränke waren für die Schauspielerin an diesem Abend jedenfalls tabu. Wir sind neugierig und fragen bei den Kollegen nach. Keine Ahnung, das wäre mir neu. Also auch wenn es ja... Muss sie mit mir nicht drüber reden und auch nicht mit anderen, das ist ja ihr Ding. Ja, wir haben ja mehrere GZSZ-Babys, glaube ich. Weiß nicht, ich bin ja nie dabei. Cilla selbst will zu diesem Thema leider nichts sagen. Bleibt also nur eins, abwarten und beobachten. Heute darf geknutscht werden. Ja, noch ausgiebiger, leidenschaftlicher und verliebter als sonst. Am Tag des Kusses ist in dieser Hinsicht alles erlaubt. Deswegen wollen wir von unseren Promis wissen, wen sie denn so am liebsten knutschen würden. Johnny Depp. Wenn Bon Jovi vorbeikommt, dann würde ich ihn schon küssen. Keanu Reeves, Brad Pitt. Wenn du John Bon Jovi küssen willst, musst du so machen. Weil er 1,23 Meter ist. Wen würde ich gerne mal küssen? Ja, eigentlich im Karl Lagerfeld ist ja mein Gott, ne? Jared Leto. Meine Schwester küsse ich, die hat Geburtstag um 12 Uhr, genau. Ach, da gibt's einige. Na dann, weg mit der falschen Schüchternheit und ran an das Objekt der Begierde. Fast hätten wir es nicht geglaubt. Die wohl größte Dschungelfeindschaft aller Zeiten und aller, die noch kommen werden, ist beigelegt. Ja, Jay Khan und Sarah Kay, das Albtraumpaar des legendären 5. Dschungelcamps, leben nach jahrelangem Beef seit neuestem in Frieden. Es ist doch immer besser, wenn irgendwie die schlechte Energie weg ist. Ich kann euch jetzt auch schon mal sagen, ich habe mich mit Jay Khan vertragen, ich habe ihm verziehen, er hat sich entschuldigt und ich bin auch echt zufrieden darüber. Okay, und wie genau ist das passiert? Stand Jay mit einem großen Blumenstrauß vor deiner Tür und bat auf Knien um Verzeihung? Das ist meine private Sache und das ist ein Ding zwischen uns, aber ich finde, nach 2 Jahren haben wir uns beide weiterentwickelt und dann kann man auch mal einfach nach vorne gucken. Richtig so, denn schließlich ist eine deiner größten Weisheiten aus dem Camp nicht umsonst. Nur wer gelitten hat, der kann erstmal das Schöne genießen. Es ist das Highlight der Berlin Fashion Week. Am letzten Tag der Modewoche lädt Michael Michalski zur berühmten Style Night. Und wenn der beliebte Designer ruft, kommen die Promis in Scharen. Er ist immer irgendwie extrem in seinen Aussagen und das macht es wahnsinnig spannend. Weil er macht Mode, aber er hat immer irgendwie eine Aussage dazu. Das ist toll. Finden wir auch. Und damit auf Wiedersehen Fashion Week und bis zum nächsten Mal.